Hallo ihr lieben Leute, heute sind wir in Versailles und genauer gesagt im Petit Trianon, dem kleinen Schlösschen hinter mir. Was ihr jetzt seht, ist der Tempel der Liebe, der Amor-Tempel. Und der hat in der Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, eine ganz besondere Bedeutung. Das Ganze begann im Jahr 1901, genauer gesagt im August 1901, als die zwei englischen Lehrerinnen Eleanor Jourdain und Anne Moberly Versailles besucht haben. Was waren das überhaupt für Frauen? Die Anne Moberly war 1846 gebürtig und die Eleanor Jourdain oder Jourdain 1863. Anne Moberly war die Tochter des Bischofs von Winchester und beide waren Lehrerinnen. Sie kamen aus einem gut bürgerlichen, gebildeten Umfeld und Moberly war Leiterin einer Schule in Oxford und sie suchte eine Stellvertreterin und die fand sie dann tatsächlich in Jourdain. Ich bleibe mal bei der französischen Aussprache, ihr werdet gleich sehen, warum. Es war so, dass sie sich für Jourdain entschieden hat, weil diese ja besondere Fähigkeiten mitbrachte. Sie war eine sehr gute Lehrerin, sie hatte auch selbst schon eine Schule geleitet. Und damit die beiden Frauen sich besser kennenlernen sollten, plante man eine Reise nach Paris. Das nicht ohne Grund, denn Jourdain hatte dort eine Wohnung. Da sind die beiden eingezogen und haben dann Reisen, Ausflüge ins Umland unternommen. Unter anderem eben auch im August hier nach Versailles. Die beiden Frauen wollten zunächst das Grand Trianon besichtigen. Das liegt hier hinten raus und war die, ja, ich sag mal, die Ruhestätte, das ist nicht im Sinne von Grab, von Ludwig dem 14. und seiner Familie. Da hat er sich so ein bisschen Freiraum geschaffen, abseits des höfischen Protokolls. Marie-Antoinette ihrerseits wollte es noch ein bisschen privater haben und hat sich von ihrem Mann eben das Petit Trianon schenken lassen. Das hatte zuvor Ludwig der 15. für seine Maîtresse Madame Pompadour bauen lassen, aber die Pompadour starb kurz nach Beginn der Bauarbeiten, dann hat es Madame du Barry übernommen und schlussendlich landete es eben bei Ludwig dem 16. und Marie Antoinette. Die hat hier praktisch ihren eigenen Hof aufgebaut, ein Hof, in dem sie sich ausschließlich mit ihren Freunden umgeben hat und zu dem der König keinen automatischen Zutritt hatte. Also er musste praktisch wie jeder Gast anfragen, ob er ins Schloss kommen darf, was sicherlich eine etwas merkwürdige Sache war für ihn. Aber da er sich gerne seiner Frau unterworfen hat, hat ihm das wohl nichts größer ausgemacht, sondern er hat sie in Ruhe gelassen. Und zwar insofern, sie hat sich nämlich hier im Petit Trianon auch zum Beispiel mit Axel von Fersen getroffen, ihrem schwedischen Freund. Wenn man die Brille des 19. Jahrhunderts trägt, sagt man ihres platonischen Freundes. Wenn man die Brille des unserer Zeit aufhat, dann sagt man, das war ihr Liebhaber. Es gibt Briefe, die beiden ausgetauscht haben, die sind geschwärzt, aber man ist dabei, die zu entziffern, weil man heute einfach die technischen Möglichkeiten dazu hat. Und das, was bis jetzt an Briefen bekannt ist, lässt eigentlich keine andere Vermutung zu. Ja, Marie Antoinette hatte also hier hinten ihren Rückzugsort, hat sich damit aber auch gleichzeitig den Unmut des Hofes zugezogen. Denn wie gesagt, sie hat nur ihre eigenen Freunde und Freundinnen zugelassen, hat hier nächtelang am Spieltisch gezockt, hat hier Millionen verpulvert und hat sich vom ganzen übrigen Hof entfremdet. Dort schossen natürlich die Gerüchte ins Kraut. Und da die Königin sowieso nicht besonders beliebt war, zumal sie keine Kinder bekommen konnte über viele Jahre hinweg,
wurden die unglaublichsten Sachen über sie zum Besten gegeben. Tatsächlich ist es halt, wir kriegen Besuch. Hat sie tatsächlich nachweisbar genug Böcke geschossen, um selbst damit in die Geschichtsbücher einzugehen, auch ohne die Gerüchte des Hofs. Ja, sie hat also hier gewohnt, hat auch hier hinten ein kleines Dorf anlegen lassen, in dem sie Schäferspiele abgehalten hat. Also sie hat Bäuerin gespielt. Und auch das ist wichtig für unsere Geschichte jetzt um die beiden englischen Lehrerinnen. Denn als die zum Grand Trianon kamen, haben sie das Ganze geschlossen vorgefunden. Das heißt, sie mussten jetzt zusehen, was sie sonst machen und haben dann beschlossen, okay, dann schauen sie sich das Petit Trianon an. Sie haben dann ein paar Männer in offizieller Kleidung, die auf sie zukamen, gefragt nach dem Weg und die haben ihnen das dann gewiesen. Sie sind über eine Brücke gegangen und haben dann eine Frau gesehen in altmodischer Kleidung, die gezeichnet hat. An einer anderen Stelle haben sie aus einem alten Gebäude eine Frau gesehen, die ein weißes Tuch so rausgeschlenkert hat. Und an wieder einer anderen Stelle eine Frau, die einem Kind einen Krug mit einem Getränk gereicht hat. Das war noch nicht genug. Sie haben auch noch, nachdem sie wahrgenommen haben, dass die Atmosphäre sich verändert hat, dass alles plötzlich sehr unwirklich wirkte, einen Mann gesehen in einem weiten Umhang, der auf einer Bank saß und der sehr finster dreinblickte und der sich dadurch auszeichnete, dass er ein Gesicht voller Pockennarben hatte. Die beiden haben sich nichts weiter dabei gedacht, haben sich dann das Petit Trianon angeschaut und sind danach in einem nahegelegenen Hotel Tee trinken gegangen. Ja. Ihr seht, ich habe den Stehplatz ein bisschen gewechselt, den Sitzplatz, weil hier kommen ständig Gruppen durch, die das Areal hier besichtigen und natürlich auch diesen Amor-Tempel sehen wollen. Wir kommen aber zurück ins Jahr 1901, wo die beiden englischen Lehrerinnen wieder zurückkehren nach Paris und eigentlich kein Wort mehr über die Ereignisse verlieren. Moberly sagte später, sie hätte den Eindruck gehabt, bei einem sogenannten Tableau vivant Zeuge zu werden. Unter Tableau vivant verstand man eine Freizeitvergnügen, bei dem man sich in möglichst zeitgenaue, zeitgetreue Kleidung geworfen hat und hat dann im Normalfall berühmte Gemälde nachgestellt. Das war sehr beliebt, man hat viel Spaß gehabt, schon allein dadurch, dass man eben diese entsprechende Kostümierung zusammensammeln musste und dann eben versucht hat, diese Bilder eins zu eins nachzustellen. Das war ungemein beliebt und Moberly dachte, sie wären eben Zeuge von so einem Tableau vivant des 18. Jahrhunderts geworden. Sie haben dann eigentlich, wie gesagt, nicht mehr über dieses Ereignis gesprochen, bis zu jenem Tag, einige Wochen danach, wo Moberly einen Brief an ihre Schwester in England geschrieben hat. Und dort hat sie eben dieses Erlebnis geschildert. Und wie sie wohl so drüber nachgedacht hat, hat sie dann zu Jourdain gesagt, ob diese glaube, dass es im Trianon spuke, was die bejaht hat. Und daraufhin kamen die beiden ins Gespräch über dieses Erlebnis. Sie haben dann festgestellt, dass sie sich beide eigentlich an unterschiedliche Dinge erinnerten. Also beide haben unterschiedliche Personen wahrgenommen, unterschiedliche Handlungen der Personen. Und haben das nicht so richtig verstanden, wie das sein kann, dass man nebeneinander herläuft und völlig andere Dinge wahrnimmt. Sie haben dann beschlossen, dass sich jede hinsetzen sollte und dieses Erlebnis notieren, ohne sich vorher weiter besprochen zu haben, eben ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, was für mich schon so ein bisschen sehr typisch ist für Frauen, die geübt haben oder gelernt haben, wissenschaftlich zu denken. Heißt eben,
Man darf sich nicht beeinflussen lassen. Man muss möglichst genau an diese Ereignisse denken und die möglichst detailgenau beschreiben, um sie dann nachher vergleichen zu können und dann eben entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Sie sind dann auch hingegangen und haben ein Buch daraus gemacht. Und zwar haben sie sich in diesem Buch logischerweise Decknamen gegeben, nämlich Elizabeth Morrison für Anne Moberly und Frances Lamont für Eleanor Jourdain. Und unter diesen Decknamen sozusagen haben sie dieses Ereignis herausgebracht und das nannten sie das Buch An Adventure, also ein Abenteuer. Also sprich ein ziemlich allgemein gehaltener Titel für ein relativ aufsehenerregendes Erlebnis. Es wurde dann tatsächlich so, dass sie noch mehrmals nach Versailles sind, haben versucht zu recherchieren, was da gewesen sein könnte, was kam dann wohl auch immer mehr auf die Idee, dass sie ein paranormales Erlebnis hatten, eine Art Zeitreise gemacht haben ins 18. Jahrhundert. Und zwar, das war dann ihre Überzeugung, in einen Moment der Geschichte zurückgekehrt sind, nur wenige Wochen vor dem Ende der Monarchie. Und entsprechend haben sie dann natürlich auch versucht, die Personen zu verifizieren, die sie da gesehen haben, und kamen dann drauf, dass die zeichnende Frau Marie Antoinette gewesen sein müsse und der düstere Mann mit diesem pockennarbigen Gesicht ihr Freund, der Comte de Vautreuil. Es gab dann eine ziemliche Aufregung, als das Buch veröffentlicht wurde. Und die Society for Psychical Research hat dann ihr Mitglied Mildred Sidgwick losgeschickt, die sollte das Ganze untersuchen. Sidgwick wiederum kam zu dem Ergebnis, dass die beiden kein paranormales Erlebnis gehabt hätten, sondern einfach eine reale Szene missinterpretiert hätten. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass doch eigentlich so eine Gesellschaft für psychische Phänomene unter Umständen eigentlich eher pro der Geisterseherei gewesen wäre. Aber dem war nicht so. Also man ist davon ausgegangen, dass sie einfach etwas Reales gesehen haben und haben das falsch interpretiert. Zumal auch zum damaligen Zeitpunkt eben solche historischen Kostümfeste sehr, sehr beliebt waren, wie auch schon zuvor. Es war dann so, dass die Sache relativ ruhig weiterging. Es gab dann noch ein paar Neuauflagen, die wurden dann mit immer mehr Informationen gefüllt. Es wurde immer üppiger berichtet. Und schlussendlich war es so, dass die Sache ganz große Wellen geschlagen hat. Für die Frauen hatte es eigentlich keine nachteilige Wirkung. Es war nur so, dass Jourdain als Nachfolgerin irgendwann für ihre Partnerin Moberly diese Schule übernommen hat. Und sie machte bald durch einen sehr eigenwilligen, autokratischen Führungsstil in der Schule Furore. Sie starb dann 1924 mitten in einem großen Skandal, denn diverse Lehrer dieser Schule und auch Vorstandsmitglieder hatten sich von ihren Posten verabschiedet, weil sie eben sagten, sie kommen mit Jourdains Art, diese Schule zu leiten, nicht mehr klar. Und haben das dann zum Besten gegeben und daraufhin wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Aber Moberly, wie gesagt, starb 1924, ohne dass es zu einem Ergebnis gekommen wäre. Sie hat noch mehr gemacht, um eigentlich recht unglaubwürdig zu werden mit dieser Geschichte, denn sie hat im Nachgang noch diverse paranormale Erlebnisse gehabt, wo sie zum Beispiel dann behauptet hat, sie hätte einen römischen Kaiser im Louvre gesehen und was weiß ich, also ziemlich merkwürdige Geschichten und war wohl eine etwas merkwürdige
Dame. Ja, Anne Moberly starb 1937, Eleanor Jourdain 1924, das haben wir gehört. Und 1931 wurde die wahre Identität der beiden Autorinnen aufgedeckt. Das hatte aber für die Frauen eigentlich keine großen Auswirkungen, denn man muss dazu sagen, dass wir uns da in einer Zeit befinden, in der die Geisterseherei, Seancen abhalten und so weiter, war ein ganz normaler Teil des Alltagslebens. Es gab natürlich Leute, die sagten, das ist alles Spökenkickerei und Quatsch und Blödsinn. Aber ein Großteil der Bevölkerung sagte, naja, wenn ich es auch nicht beweisen kann, aber ich kann es auch nicht widerlegen und insofern wird da schon was dran sein. Möglicherweise. Also es wurde jetzt nicht irgendwie auf einen runtergeguckt, wenn man zu Seancen gegangen ist oder an Geister geglaubt hat. Das war halt eine ganz normale Sache. Weil ich habe zuerst, als ich vor Jahren von dieser Geschichte gehört habe, dachte ich zuerst, hallo, das waren, ich sag mal, erfolgreiche, selbstständige, berufstätige Frauen. Und das um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert. Da haben doch bestimmt die Eltern von den Schülern gedacht, die haben sie nicht mehr alle oder so. Aber tatsächlich war eben die damalige Zeit anders aufgestellt. Also ich glaube, wenn heute ein Lehrer sich damit hervortun würde, dass er Bücher herausgeben würde über seine paranormalen Erlebnisse, dann würde er zumindest mal ein Gespräch mit dem Kultusministerium bekommen. Das Buch hatte tatsächlich auch noch andere Nachwirkungen, nämlich es gab immer wieder Leute wie schon Miss Sidgwick, die versucht haben zu untersuchen, was damals wirklich passiert ist. Die bis heute gültigste Interpretation kommt aus dem Jahr 1965. Da hat nämlich ein Autor die Biografie des Dichters Robert de Montesquieu geschrieben. Und der hat in einem Anwesen hier neben dem Schlosspark gewohnt. Montesquieu war einer der schillernden Dichterpersönlichkeiten der damaligen Zeit. Er war homosexuell und hat gerne solche Partys gegeben in historischen oder historisierenden Kostümen. Es gab auch viel Crossdressing, also dass Männer Frauenkleider angezogen haben und umgekehrt. Und dieser Biograf hat dann auch eben auf diese Erlebnisse der beiden Lehrerinnen abgehoben, hat das angeguckt und hat gesagt, okay, da Montesquieu gerne solche Partys gegeben hat, wird es wohl so gewesen sein, dass die beiden Frauen sich praktisch in so eine Party verirrt haben. Und möglicherweise eben zwei, ich sage jetzt mal bösartig, alte Jungfern geraten in eine Crossdresser-Party, ist natürlich unter Umständen für die beiden schwer zu verkraften. Und dass sie deswegen eben das so interpretiert haben, dass da eben irgend so eine übersinnliche Geschichte passiert wäre und dass sie so ein paranormales Erlebnis gehabt hätten. Tatsächlich widerspricht dem aber, dass die beiden eben schon 1901 bestimmte örtliche Begebenheiten beschrieben haben. Zum Beispiel, sie seien über eine Brücke gegangen und sie haben eben diesen Tempel gesehen. Und diese Brücke zum Beispiel gab es zu dem Zeitpunkt, als sie das geschrieben haben bzw. berichtet haben, gab es diese Brücke nicht. Und es gab Historiker, die sagten, naja, also das, was die da beschreiben, das findest du halt überall im Schlosspark. Aber in dieser Konstellation eigentlich nicht. Und diese Brücke gab es eben auch nicht. Und dann tauchte tatsächlich 1910 eine alte Karte auf. Die war auch, also diese Brücke war auch in alten Karten nicht verzeichnet gewesen. Aber 1910 tauchte dann eine Karte auf, in der eben diese Brücke verzeichnet war. Und das war im Prinzip eine Sensation, denn diese Karte belegte das, was die beiden Frauen geschildert hatten. Ja, insofern ist es bis heute tatsächlich ungeklärt. Also man kann jetzt sagen ja, man kann sagen nein. Es
ich selbst bin unentschieden, bin jetzt nicht wirklich geistergläubig. Also von daher sage ich eher, naja, die haben wahrscheinlich irgendwie so eine Party erlebt und ja, da ist ihnen so ein bisschen die Fantasie durchgegangen. Dazu weiß ich, wie heiß es hier im August werden kann. Und möglicherweise hatten die beiden auch ein bisschen Probleme mit der Hitze, mit der Sonne. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie einen Sonnenstich gehabt hätten. Aber möglicherweise war es irgend sowas. Und die Tatsache, dass die späteren Auflagen des Buches immer üppigere Schilderungen beinhalteten, mag auch darauf hinweisen, dass die beiden Frauen eben logischerweise darüber gesprochen haben, dass sie sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen befeuert haben in ihren Erinnerungen und dadurch eben so ein relativ unbedeutendes Ereignis völlig überbewertet wurde. Aber ich war nicht dabei, ich kann es halt nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Geschichte eigentlich bis zum heutigen Tage die Leute bewegt, denn 1981 wurde sie verfilmt als unter dem Titel Miss Morrisons Ghost oder Miss Morrisons Geist. Und da hat für alle House am Eaton Place Fans, nämlich Hannah Gordon in dem House am Eaton Place, die zweite Mrs. Bellamy, hat eine der beiden Lehrerinnen gespielt und die andere Lehrerin wurde von Dame Wendy Hiller dargestellt. Es war, finde ich, ein Film, der sehr gut gealtert ist für meine Begriffe. 1981 ist jetzt auch nicht, naja, doch schon ein paar Jahrzehnte her, aber wirklich empfehlenswert. Wenn ihr den mal auf YouTube oder so findet, solltet ihr euch den auf jeden Fall mal angucken. Es ist ein schöner Film. Und 2004 und 2015 gab es Bearbeitungen fürs Radio von der BBC. Also von daher, ja, es sind immer noch genug Interessierte da, denen diese Geschichte gefällt, denen vielleicht auch die französische Geschichte gefällt. Und ja, so Zeitreisen ist ja auch ein spannendes Thema. Von daher hoffe ich, dass es euch auch ein bisschen gefallen hat, was ich euch zu erzählen hatte. Wir gehen jetzt noch ein bisschen durch den Park und dann werde ich in einem zweiten Teil noch was über die Halsbandaffäre berichten. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft auch gerne natürlich den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn ein neuer Film hochgeladen wird, so wie der hier. Dürft gerne auch kommentieren. Ich werde noch so ein paar Informationen in die Shownotes dazu geben. Und wenn ihr Royalistas werden wolltet, also den Kanal auch noch extra unterstützen, dann gibt es für euch jetzt ganz neu den WhatsApp oder die WhatsApp-Gruppe KTT. Da könnt ihr super gerne mitmachen, wenn ihr Royalistas seid. Wir tauschen uns da so ein bisschen aus über aktuelle Ereignisse in den Königshäusern, über Geschichte. Wir diskutieren. Also es ist eine richtig lebhafte Geschichte. Ich würde mich freuen, auch die Royalistas, die es vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht haben, gerne mitteilen. Einfach entweder hier drunter eine kleine Nachricht schreiben, am besten aber mir unter vonstrax@web.de eine Mail schicken mit eurer Handynummer. Dann füge ich euch in die WhatsApp-Gruppe dazu und dann könnt ihr natürlich mitdiskutieren, könnt auch die zurückliegenden Beiträge lesen. Apropos zurückliegende Beiträge lesen, es gibt auch einen WhatsApp-Kanal, KTT, den dürft ihr natürlich auch gerne angucken. Da poste ich immer aktuelle Berichte und was ich so Neues erfahre. Also ist auch eine ganz spannende Sache. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Dazu müsst ihr natürlich WhatsApp haben, ist klar. Wenn jemand dabei Probleme hat und sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, meldet euch einfach. Insofern darf ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei wart. Hier verzieht sich's gerade ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht anfangen zu regnen. Aber wie auch immer, eine Revolution ist es nicht. Ein bisschen nass werden hat noch keinem geschadet, sage ich immer. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch und schaue nochmal auf den Tempel des Amor, denn wenn wir irgendwas brauchen können, dann doch die Liebe, oder? Bis dann. Tschüss.